ein Sturm und schon kackt alles ab. Das ist doch krass, oder? Mann, ich muss morgen um 9 in Hamburg sein. Kapierst du das? Mann, Tini, warte doch mal! Also, ich muss nach Hamburg. Ja, ich auch. Dann teilen wir uns doch das Ding. Raus aus meinem Taxi! Oh. Hi. Wir haben Gutscheine. Scheiße. Wird eine lange Fahrt. Ja gut, dann stellen wir uns doch jetzt alle mal vor, oder? Heiße Josef. Ich nehme euch netterweise mit nach Hamburg. Ja, du wechselst doch mal die Spur! Ich bin Marianne. Sternzeichen Löwe, Löwin. Wow. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Gehst du dir nicht manchmal selber auf die Nerven mit deinem Hippie-Gequatsch? Marianne, hast du Tampons dabei? Nee, seit 2005 nicht mehr. Also ich bin Philipp, 30, auch aus Hamburg und das da drüben ist meine... Sag mal, geht's noch? Ist das jetzt eine offene Therapiestunde oder was? Halt einfach deine Klappe. Blöde Kuh. Mein Name ist Tiana und ich entschuldige mich, aber ich habe morgen einen wichtigen Termin. Diese Susi, also irgendwie eine Klatsche, ne? Piep, jeder, der als erstes ein Auto mit Anhänger sieht, brüllt Auto mit Anhänger! Mein Taxi wird nicht gebrüllt! Und jetzt chillt doch alle erstmal. Ich muss mal. Es ist schön, dass wir alle zusammen fahren, oder? Ja, Susi, macht Spaß. Du musst netter sein zu Josef, er ist traurig. Ich will nicht drüber reden. Ist auch egal. I was so tired, I was so cold. Confused about what I've done. Sofort den Taxigutschein von der Beknackten da sehen. Also kannst du nicht mit ihr reden, Josef. Bin das ist verletzend. Okay. Wirklich, das ist eine Beleidigung. Zeig her dein Taxigutschein. Wie geil war das denn? Ihr habt doch alle den Arsch offen. Sie wollten tatsächlich mit dem Taxi aus München bis Hamburg. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja.